Hallöchen und herzlich willkommen hier noch zur zweiten Folge City Skylines Campus. Jetzt nicht Industries. Industries ist zwar noch dabei, aber wir wollen ja unseren Campus bauen hier. Ich habe jetzt wieder einiges ausgeschaltet und andere müssten wir. Ich weiß nicht, warum ich hier trotzdem immer noch Karten kaufen kann. Wahrscheinlich, weil wir ein paar Meilensteine geschafft haben. Könnte ja sein. I don't know. Eigentlich müsste. Haha, guck hier. Hier ist nämlich jetzt alles dunkel. Alles dunkel. Müssen wir alles wieder selber freischalten? Landen, ey. Wo haben wir denn das her? Sportarena. Also hier gibt es jede Menge wieder, muss ich sagen. Gefällt mir. Aber wo war ich stehen geblieben? Genau, wir wollen was weiterbauen. Wir wollen was weiterbauen. So, ich will hier das hässliche Zeug wegkriegen, weil wir haben ja hier oben Platz. Hier ist wunderbar Felder für Bauernhöfe und so weiter. Und da wir im Moment eh nur Dingens haben hier, Bauern, können wir da auch Landwirtschaft hinpacken. So, Agrarindustrie bitte hier drauf. Aber dazu müssen wir ja erstmal eins machen. Nämlich hier. Ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Übrigens, auf euren Wunsch hin habe ich dann... Moment, Stadtviertel löschen? Nein. Parkgebiet. Ich will ja nur eins machen. So. Ich wollte gerade sagen, hä, was ist denn jetzt los? Auf euren Wunsch hin lassen wir hier auf jeden Fall die, die Katastrophen an. Aber in der anderen Serie werden die definitiv ausgemacht. Das kann ich euch jetzt schon sagen, weil sonst braucht man nicht schön bauen, wenn dann ständig ein Erdbeben kommt oder sonst was. Also, das Bachviertel hier, das soll unsere Agrarindustrie werden. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir die anschließen. Wie schließen wir die an? Am besten könnten wir die anschließen, indem wir das Viertel hier auch noch kaufen. Aber dann müssten wir das hier auch noch kaufen. Na toll, jetzt haben wir wieder alles gekauft. Egal. Egal, wir könnten das hier noch... Wir könnten ihn ja hier selber eins machen oder wir machen hier noch. Das könnten wir auch. Aber hier ist kein Platz, ne? Hier ist verdammt wenig Platz. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Das ist hier die Frage aller Fragen. Ich glaube, am einfachsten ist es, wenn wir wirklich hier so eine Verbindung reinmachen. Dann können wir nämlich die Stinkindustrie hier wieder wegmachen. Und hier erstmal schön in aller Ruhe gemütlich unsere Agrarindustrie hinmachen. Die wir noch ein bisschen größer machen hier. Das kann alles Agrarindustrie werden. So, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Bingo. Haben wir jetzt irgendwelche Kreuze hier? Garantiert. Wieder die Standarddinger, ne? Ah, das würde hier hinpassen. Das würde hier hinpassen. Machen wir Pause. Die sehen zwar nicht toll aus, aber wie gesagt, wir haben halt noch nichts, weil ich noch nichts... Mod-Asset-mäßiges und so weiter halt runterladen möchte. Einfach, weil ich keinen Bock habe, dass es dann kaputt ist und wieder nicht funktioniert und so weiter. Weil heute kommt ja dann der große Patch, wo dann alle spielen können. So, wo ist es hier? Three-Lane Highway, das müsste ja dann der sein. Hoffe ich zumindest. Ja, wunderbar. Wieder dran. Nichts Großartiges hier. So und so. Jetzt ist hier wieder die Frage, wie machen wir das dran? Sechsspurige Straße. Könnten wir machen so. Wir machen das hier jetzt mal genau so. Upp. So, jetzt brauchen wir wieder hier. Bitteschön, welche Richtung? Von hier aus da dran und von hier aus da dran. Das geht sogar relativ gut. Das geht sogar. Gefällt mir. Haben wir hier natürlich... Eigentlich müssten wir hier... Wir machen das nochmal weg. Wir lassen nur das Stück. Weil das soll Agrar werden. Ich würde hier gerne nur Dingensstraßen hinmachen. Ja. Das sind normale ohne irgendwas, ne? Jupp. Mal was länger hier. Hier, die kleinen Dirt Roads würde ich gerne dahin machen. Die Landstraßen, Kiesstraßen. Die passen einfach super dahin. Ist ja, wie gesagt, Agrargebiet. So, und wie immer halt, ne, stört mich meine Nase. Ich krieg da noch die Motten, echt. Haben wir hier irgendwo eine Landstraße? Es ist, ich habe keine Ahnung, was das ist oder wo das herkommt. Jedes Mal, sobald ich hier anfange aufzunehmen, ja, wupp, Nase zu. Sitzt sie hier. Es ist grauenvoll. Es nützt doch nichts davor, irgendwie die Nase zu putzen oder sonst was. Nein, da ist nichts. Da ist einfach nichts.
haben eine National Road, das ist sehr gut. Die könnten wir dann hier nehmen. Aber bitte so. Einfach mal so ein bisschen geschwungen. Guck mal, er snappt sogar. Das gefällt mir. Den Hügel hoch. Ja. Muss ja nicht alles komplett dicht sein hier. So rein. So, dann können wir eine National Road hier lang nehmen. Die dann praktisch hier so durchführt. Nehmen wir das hier irgendwo? Ja, da sehen wir es. So. Ja. Sagen wir so. Und dann so. Das ist dann die National Road, die alles miteinander verbindet. Und hier können wir jetzt halt schön die Kiesstraßen rausmachen. Erstmal müssen wir Wasser holen. Ich weiß jetzt nicht, ob die immer noch Verschmutzung produzieren oder ob wir hier dann ohne Probleme auch einen Wasserturm hinbauen können. Weil da müssen wir auch noch gucken. Wir haben ja nur die Standardwasserdinger jetzt. Wir haben ja nicht unsere Super-Duper-Dinger mit Wasser und so weiter. Aber dann würde ich halt erstmal gerne das hier alles auflösen. So, weg damit. Weg, weg, weg. Ach, das ist die Müllabfuhr. Das passt. Aber die Stinkeindustrie muss weg. Ich würde gerne hier so ein bisschen Agrarindustrie hinbauen dann. Indem wir dann einfach hier schön in aller Ruhe die Kiesstraßen abgehen lassen. Es ist die Frage, was heißt die Frage, wo haben wir die Agrarindustrie? Wir haben ja hier die tollen Bauernhof-Hauptgebäude. Ja. Die brauchen wir ja auch noch hier. Hickory-Bauernhof. Den müssen wir jetzt vergrößern wieder. Welches war das nochmal? Industriegebiet übermalen. Ja, okay, toll. Jetzt muss ich den echt übermalen hier. Naja, egal. Dann machen wir erstmal so. Den können wir ja bei Bedarf erweitern oder hier halt stinknormale Industrie hinpacken vom Agrargebiet. Geht ja auch noch. So, das heißt, wir haben das Hauptgebäude. Können dann jetzt nochmal ein paar Arbeiterunterkünfte hier hinsetzen. So, vielleicht bitte nochmal eine Straße hier entlang. So durch. Ah, das sieht schön aus. Vor allem, wenn wir nicht alles immer schnurstracks gerade machen. Was haben wir hier? Obstfelder. Große Viehweide. Wir nehmen jetzt mal Viehweiden hier. Die passen natürlich wieder nicht hier hin, aber egal. Hallo, lang. Ich will hier dran. So. Und so. Zwei Viehweiden, das sollte erstmal reichen. Getreidemühle und so weiter brauchen wir nicht. Also ich glaube, die brauchen Strom, ne? Ja. Müssen wir mal gucken, wie viele hier arbeiten. Wie viele arbeiten hier? Die dürften langsam alle weggehen. Genau. So, guck, die brauchen alle Strom. Dann haben die hier aussehen Hochlandrind, Schafe, Schweine, Kühe. Lass mal die Hochlandrinder drin. Aber was haben die für Probleme? Was ist das hier? Verfügbare Rohstoffe reichen nicht aus. Was für... Aha, was für Rohstoffe? Egal, wir brauchen erstmal Strom. Kriegen wir hier. So, nee, den will ich nicht kaputt machen. Der soll da bleiben. So. Heißt, wir haben Strom. Bin ich mal gespannt. Da kommt schon wer angeflitzt. Der erste Bauer hier. Upp. Wie viele Rinder sind das bitte? Pff, alles klar. Alles klar. Der ist glaubwürdig, ne? Ja. Lol, really? Erzähl mir. Private elektronische Beförderung. Aha. Alles klar. Okay, ich glaube, die Kühe waren keine so gute Idee. Ah, da müssen wir jetzt mal gucken. Viehstall. Viehstall sind gut belüftete Bauten, um Vieh aufzuziehen. Ach komm, wir stellen einen hier hin. Können wir auch noch hier hinstellen, hier hinter so. So, haben wir noch irgendwo einen Schlachthof? Einen Melkstand? Ein Schlachthaus? Alter, wie groß ist bitte das Schlachthaus hier? Nämlich verarschen, dann machen wir das auf die andere Seite. So, dann ziehen wir das nämlich nochmal so hier durch. So. Und ich glaube, die Musik ist immer noch zu laut, oder? Ah, das nervt. Weißt du, manchmal ist sie zu laut, manchmal ist sie zu leise. Der Viehstall, der Melkstand müsste eigentlich neben dem Viehstall, siehst du, der ist nämlich auch nicht so groß. Dann kannst du auf die andere Seite noch einen Viehstall machen. Zwei Viehställe für einen Melkstand, das sollte passen.
Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Die brauchen halt nur ihre normale Industrie jetzt noch. Kriegen wir die auch hier oben hin irgendwo? Was ist das? Ach, ein toter Baum, okay. Hab nichts gesagt. So, die sind alle dran. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich mal hier oben noch weitermachen. Ups. So, und 90 Grad. So. Bin ich hier dran. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann können wir hier oben so einfach noch ein bisschen weiterbauen mit Industrie. Ganz normaler Industrie halt. Nicht der Dingensindustrie. So, dann können wir hier nämlich so überall schön Agrarindustrie hinbauen. Wir brauchen natürlich wieder Strom hier am Rand. Garantiert. Ah, komm her. So und so. Jawohl. Jetzt habt ihr Strom. Wasser habt ihr auch. Passt. Jetzt bauen die hier noch so die ganzen Agrarsachen hin. Das sollte eigentlich ganz gut klappen. Was ist das hier? Brot und Meer. Brot und Meer. Ich will nicht mehr. Wir könnten jetzt mal nach einer Grundschule gucken, obwohl wir gerade mal 1200 Einwohner haben. Wo kann man nämlich gar keine. Dass wir irgendwann demnächst mal in Richtung Campus kommen. Das wollten wir ja. So. Ist halt so, Campus ist eher für eine größere Stadt. Wir können jetzt nicht bei 1000 Einwohnern einen Campus bauen. Ne? Das ist, ich denke, das ist dir klar. Ich meine, könnten wir schon, aber will ich nicht. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja absoluter Mumpitz. So geht das nicht. So, passt. Habe ich eigentlich wieder Anarchie-Dingensbums hier? Nee, guck, den habe ich nämlich auch noch nicht. Anarchie-Mod. Karl-Heisenberg-Schule. Aha. Ist der wirklich Karl Heisenberg? Nee, Werner Heisenberg, ne? Genau, Werner Heisenberg war der Physiker. Nicht Karl. Wer war denn Karl Heisenberg? Kenne ich gar nicht. Gab es den wirklich oder ist das einfach, steht das einfach so da? Wäre mal interessant zu wissen, ob es den wirklich gab. Karl Heisenberg. Werner Heisenberg weiß ich, das war der Physiker da. Mit, was hat der nochmal, ja, war es die Atomspaltung? Ich meine, die Atomspaltung war es, ne? Die wir ihm zu verdanken haben. Ach nee, das war Otto Hahn. Das war Otto Hahn. Heisenberg war, glaube ich, hier, was war das nochmal? Ja. Weißt du's? Dann schreib's in die Kommentare, wenn du weißt, was Werner Heisenberg nochmal, was wir dem zu verdanken haben. Bitte ohne es jetzt zu googeln, ja, das kann ich auch. Ah, ich meine, es war die hier irgendwas Quantentheorie oder so oder Unschärferelation. Irgendwie so, irgendwas total Physikalisches. Den einen Begriff kenne ich und wenn man dann eher danach fragt. Okay. Wenn man dann genau danach fragt, weiß ich doch nicht. Ne? So sieht das dann aus. Kommt eine kleine Landfeuerwehr hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, eine Feuerwache. Dann könnten wir eigentlich auch direkt so einen Feuerwachturm hier hinterbauen. Das vergesse ich eh immer. Das ganze Zeug. Wenn, dann muss das ordentlich aussehen. So. Yay, wir freuen uns. Hier wird auf uns aufgepasst. Yeah. Sehr schön. Hatten wir da eigentlich auch Hubschrauber? Ich meine ja, ne? Klar, Löschhubschrauber haben wir immer. Passt, wunderbar. So, dit läuft. Jetzt brauchen wir wieder Wohnungen. Wie sieht das denn hier aus? Wie sieht das denn aus? Ugh. Können wir hier eigentlich eine Keimmauer hinmachen? Mal gerade gucken. Wasser. Abwasser haben wir. Wasserverfügbarkeit. Wir müssen frisches Wasser holen. Was ist das hier? Pumpendienst. Frischwasseraustritt. Über den Frischwasseraustritt wird überschüssiges Wasser ausgeleitet. Heißt. Naja, wir lassen es mal. Wir müssen uns unbedingt eine andere besorgen. Ich habe keine Lust, hier den ganzen Fluss leer zu pumpen. Das wäre mega, mega ätzend. So, wir setzen jetzt erstmal eine hier hin. Für Frischwasser. Bevor wir alle verdursten. Wir brauchen jetzt natürlich auch wieder Strom. Dann kriegt ihr ihr eigenes. So, bitteschön. Sehr schön. Wo war das jetzt mit der Kaimauer? Das war auch hier irgendwo. Ich meine hier.
Guck mal, wie schnell das geht, wenn man nichts geladen hat. Irgendwo hier war keine Mauer. Oder auch nicht. So, was ist das hier? Hohe Vegetation. Aha! Aha! Sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen, ne? Aber Problem, kann man wieder nicht hinsetzen. Komm wieder, das geht nicht. Ist das flach oder was? Oh, Alter, wie viel haben wir denn hier? Das ist niedrige, okay. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Ich weiß nicht, war die schon vorher dabei oder ist die neu? Oder mit Perwoll gewaschen? I don't know. Nadelbäume möchte ich nicht. Diesen Mammutbaum. Ach, die gehören, glaube ich, zum Parklife DLC dazu, ne? Ich war die ganze Zeit immer dran. Chinesische Hanfpalme. Alter, guck mal, wie schnell der Fluss hier fließt. Wahnsinn, schwimmt. Hm. Wo war denn die Kaimauer? Muss ja hier irgendwo sein. Lassen wir es besser sein, bevor ich mich wieder zu Tode suche. Und machen hier einfach noch ein paar Häuser hin. Häuser, keine Industrie. So, da waren die. Das heißt, wir könnten hier jetzt eigentlich schon mal wieder eine Zwischenstraße machen. So eine Vierer, eine ganz normale. Hier aus da dran. Und hier aus... Ah, komm schon, 90 Grad. So, das ist jetzt natürlich blöd hier mit Kreuz in Kreuzung. Nee, komm, das machen wir nicht. Dann holen wir die so hier raus. Mach weg, mach weg, mach weg. So, dass die hier passen. Zwei Kreuzungen direkt nebeneinander ist absoluter Bullshit. Das will ich überhaupt nicht. Oh, hier haben wir auch wieder viel zu tun, Leute. Wenn wir das später alles nochmal ein bisschen schöner machen. Das wird lustig. Das wird echt lustig. So, dann können wir jetzt hier was machen. Nein, da nicht. Wenn, dann von hier aus. Dann da jetzt. Tschüss. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. So. Da wächst auch ein bisschen. Sieht doch ganz gut aus. Sieht doch ganz gut aus. Immerhin haben wir unsere erste Industrie hier oben, unsere Agrarindustrie gemacht. Hat zwar jetzt nichts mit Campus zu tun, aber wir müssen halt erstmal Leute rankarren, ne, damit es hier weitergeht. Und ich will jetzt nicht einfach, ich könnte jetzt natürlich rein theoretisch hier alles voll Straßen hauen und watsch, 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 alles voll klatschen, dass wir 50.000 Einwohner haben und dann einen Campus bauen können, ja. Aber es soll ja auch ein bisschen schön aussehen und Spaß machen und nicht nur auf Teufel komm raus alles rausklatschen, so dass wir dann den Campus sehen. Ich meine, viel los ist hier, ne? Drück mal Pause. Sind hier irgendwelche LKWs, die wir noch nicht kennen? Oder... Das sind alles diese hässlichen Dinger hier, ne? Ja, die sehen alle so aus. Ugh. Egal. Egal, du. Egal. Boah, guck mal, wie viel Platz hier ist. Hier ist ja mega Platz. Hier ist nicht so viel Platz. Da oben sind... Hier oben könnte man dann noch schön kleine Häuser bauen. Oh. Eieiei, das wird schön, das wird echt schön. Also so schlecht ist die Karte gar nicht, muss ich sagen. Dafür, dass es eine Standardkarte ist und keine runtergeladene, selbsterstellte. Sieht die ganz schick aus. Einziges, was mir gerade fehlt, ist die blöde Kaimauer. Ich find's sie nicht mehr. Jetzt haben wir hier einen Golfplatz, dann haben wir hier das Luxushotel, warum auch immer wir das schon bauen können. Ich weiß nicht, was das hier soll. Das Stadion ist ja auch total fehl am Platze. Was wir bauen können, wäre vielleicht eine Hüpfburg. Die hat Ede ja super lieb. Ede mag Hüpfburgen. Haben noch gar keine gebaut. Machen wir direkt hier neben die Schule. Die freuen sich. So. Wie sieht's aus, Freunde der Nacht? Hier kann auch noch eine hin. Und hier oben muss noch eine hin. Irgendwo. Sagen wir mal so. Bumm. Und schon geht's denen gut. Und sie steigen auf. Ich hoffe es zumindest. Lass mal gucken hier. Ungebildete 10. Ja gut, wir haben jetzt gerade erstmal eine Grundschule. Und es dauert halt. Ne? Es dauert. Was wir aber gucken könnten bei der Grundschule. Wir müssen mal gucken, wie wir jetzt hier den Schulbus einrichten, ne? Das weiß ich noch gar nicht. Gibt es ja jetzt auch Schulbusse? Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Taxidepot. Sightseeingbusse. Heißluftballontouren. Nein, bloß nicht. Das könnte ja vielleicht hier irgendwo sein, ne? So, was haben wir hier? Campusgelände, Berufsschule. Nee. Oberschule, Universität, öffentliche Bibliothek. Ah, die gibt es ja jetzt auch neu, ne? Die öffentliche Bibliothek ist eine kulturelle Einrichtung,
in der Bücher, Filme, Zeitungen, Dokumente und viele andere Medien aufbewahrt werden. All diese Medien können nun von sämtlichen Bürgern der Stadt entliehen werden. Die Bibliothek verleiht einen kleinen Bonus auf die Bildung im Radius des Gebäudes. Echt? Was für ein Radius hat der? Wollen wir eine hier hinmachen, so? Kriegen die eine Bibliothek? Die freuen sich. Ha! Sehr schön. Sehr schön. Ah, passt doch. Gefällt mir. Gefällt mir. Jetzt haben wir zwar immer noch nicht den... nicht den Schulbus, aber... Was soll's? Ist das hier vielleicht irgendwo bei... Oder ist das wirklich beim Campus? Ah, ich weiß nicht. Was ist das? Der Universitätsweg mit Dekoration? Nö, sieht nicht so aus, als dass hier irgendwo... Medizinische Fakultät, wissenschaftliche Fakultät. 1000. Alter, wir können da eine gigantische, wirklich eine gigantische Universität bauen. Was sind die Forschungsdinger? Die hier oder die hier? Ist ja vollkommen egal. Nö, hier ist auch keiner bei. Vielleicht habe ich das auch falsch gelesen mit den Schulbussen. Müssen wir mal gucken. Wir kriegen es auf jeden Fall hin. Irgendwann noch. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, so dass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.